Vier neue Autos wurden vorgestellt, plus Analyse zum Vorgänger. In den letzten Tagen wurden vier Autos für die kommende Saison vorgestellt, wir beginnen mit dem McLaren. Im Vergleich zum MCL 36 hat McLaren die Seitenkästen überarbeitet, sowohl von vorne als auch von der Seite. Die Farben für Front- und Heckflügel wurden ebenfalls geändert. Der Blauanteil ist beim MCL 60 im Vergleich zum Vorgänger ungefähr gleich geblieben. An der Vorderachse sind Pushrods installiert, an der Hinterachse Pullrods. Der neue Bolide wurde im Toyota Windkanal in Köln entwickelt und laut Formula.uno sollen in Baku die ersten Upgrades kommen. Springen wir zum Aston Martin. Beim AMR 23 fällt sofort die überarbeitete Nase im Stile des Red Bull RB18 auf und der Frontflügel sitzt im Vergleich zum Vorgänger tiefer. Dazu kommt noch ein neues Seitenkastendesign und eine andere Motorhaube. 95% der aerodynamischen Flächen und 90% der Komponenten wurden beim AMR 23 verändert. Was man beim Boliden ebenfalls erkennen kann, sind die Mulden, die wir 2022 schon beim Ferrari gesehen haben. Was die Radaufhängung angeht, sehen wir vorne ein Pushrod-System und hinten ein Pullrod-System, aber die Geometrien wurden verändert. Bei der Lackierung hat sich nicht wirklich viel verändert. Das Logo der Marke ist nicht mehr gelb, sondern weiß und die gelben Linien wurden nicht nur ein bisschen blasser, sondern auch reduziert. Gehen wir zu Ferrari. Beim Ferrari SF23 wurden so einige Sachen gegenüber dem F175 verändert. Von vorne aus betrachtet fällt als erstes die vollständig bearbeitete Front mit neuem Frontflügel, neuen Finnen, die jetzt legal sind und neuer Nase auf. Bei der Radaufhängung hat Ferrari vorne Pushrods und hinten Pullrods verbaut. Der Einlass der Seitenkästen ist im Vergleich zum Vorjahr minimal anders und die Badewanne an den Seiten ist nicht mehr ganz so extrem wie 2022. Neben dem Halo ist ein Luftausgang installiert, wo man vermutet, dass die Luft durch die Nase am Halo vorbeigeleitet wird und ein zweiter Einlass ist im Seitenkasten verbaut. Beim Halo ist jetzt ein Flügel installiert, der 2022 noch nicht da war und die Kühlschlitze sind auch neu. Was die Lackierung angeht, sieht man jetzt etwas mehr schwarz und der Ferrari-Schriftzug ist in weißer Farbe auf dem Heckflügel zu erkennen. Kommen wir zum neuen Mercedes, denn da fällt sofort die fast vollständig schwarze Farbe mit weißen Linien am gesamten Auto entlang auf. Nur an der Oberseite der Nase und an der Motorhaube im oberen Bereich ist der W14 lackiert. Die Seitenkästen liegen immer noch sehr nah am Chassis, aber sind im Vergleich zum Vorgänger breiter geworden und die äußere Wand ist jetzt gerade. Die Nase ist etwas anders als beim W13, sieht ein wenig so aus wie die des letztjährigen Ferraris und der Frontflügel hat Ähnlichkeiten zum Alpine von 2022. An der Oberseite des Seitenkastens nach dem Halo hat Mercedes eine kleine Rinne installiert, welche Ähnlichkeiten zum RB18 hat. Die Kühlschlitze sind auch nochmal länger, dafür aber schmaler geworden. Bei der Radaufhängung kommen vorne Pushrods und hinten Pullrods zum Einsatz, die Geometrie wurde aber verändert. Meinungen dazu in die Kommentare und für weitere News Kanal abonnieren.